So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Voll vergessen anzumachen. Wir haben schnell mal fix mal so mal hier eine Brücke gebaut und hier das verbunden, damit wir die Kohle rauskriegen. Die Kohle, die wir nachher hier unten brauchen. Genau hier unten, da, wo wir noch nicht fertig sind mit. Da müssen wir nochmal ein Lager bauen. Lass uns schnell fix mal ein Lager bauen. Züge, wir brauchen ein Lager. Nee, warte mal, wo war es denn hier? Da, ne? Schüttgutlager wäre ganz, ganz interessant. Fossile Brennstoffe jetzt nicht. Das müsste doch hier sein. Staubgutlager? Schüttgutlager, da, sowas wollen wir haben. Richtig, und zwar. Sowas hier, ne? 2,5 Tonnen Kohle, das müsste doch lang, ne? Locker flockig. Ich glaube schon. Da kommen wir sogar nicht hin, weil. Oh, schade. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Wie kriegen wir da eine Straße hoch? Da müssen wir auch noch üben. Jetzt ist die Frage, was mal, wenn ich das hier so hinbaue. Wie mache ich das denn jetzt? Selber, weil man hier muss gucken. Eine Fördermaschine. So rum, genau. Das haut hin. So rum. Straße kriege ich irgendwie rausgefummelt. Das klappt. Ein bisschen fein justieren, so. Na, so muss. Na, warte mal so, ne? Zack. Oje, oje. Was macht er denn da? Muss ich mal gucken, was er hier gemacht hat. Fred, was schreibst du? Die Tunnelbohrmaschine braucht man nur für die U-Bahn. Man konnte ja schon lange vor der Tunnelbohrmaschine Eisenbahntunnel bauen. Das stimmt. Das stimmt eigentlich. Mal sehen, ob wir da irgendwie. Mal auf, kriegen wir das irgendwie hin. Da, ne? Jetzt kriegen wir die Straße nicht raus. Das ist das Problem, was wir haben. Warte mal, kriegt den weiter rauf. Weiter runter. Kann ich nicht Höhen verstellen. Mit dem kann ich das machen, ne? Schüttgutfördermaschine. So. T. Das klappt nicht. Wir brauchen das andere Ding. Das andere Ding ist gar nicht mehr schlecht. Das hier, ne? Ist leider nicht hoch genug. Dann muss das eben so gehen. So. Hopp, fertig. Kriegen wir das Wesen raus. So, das haben wir. Jetzt muss ich mal gucken. Wie ist das hier? Wird das nur gebaut oder nicht? Wo ist denn der hin? Da kommt er angeeiert. Ach, der andere ist auch unterwegs. Alles klar. Super, ja gut. Dann sind die gleich mal bei und mal bauen den Tunnel. Das ist doch optimal. Was willst du mehr? So, nehmen wir es mal raus. Dann haben wir den schon mal. Jetzt brauchen wir dann noch die für Fracht. Schüttgut-Beladung. Schüttgut-B- und Entladung für Staubgut. Nehmen wir es mal. Jetzt haben wir hier. Schüttgut-Entladung. Genau, das Teil brauchen wir. So, das brauchen wir hier hin. Wo ist denn deine Straße? Da drüben ist eine Straße. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Wie kriegen wir die Straße da oben hin? Das ist ja rein mit nur für die Feuerwehr, ne? Für nichts anderes. Muss denn so gehen? Wupp. So. Das wäre die Entladung. Und dann müssen wir halt eben nochmal ein Gleis hier rankriegen, dass wir hier irgendwo hier mit ran, ne? Am besten beide Richtungen. Warte mal, und den anderen hier oben. Krieg ich den ran? Wo ist denn der? Komm. Da. Hier raus. Warte mal, das muss ich anders machen. Den da. Genau, ist ein bisschen einfacher, ne? Und den hier raus. So. Das passt schon. Aber da müssen wir gleich noch Signale mit ranbauen, glaube ich, ne? Damit die das bauen. Oder wir bauen es gleich selber hier, komm. Hier. Egal. So, raus. Raus. Ja, und hier kommt ein Standard, ne? Ja, warte mal, hier oben hin, ne? Wohin? Irgendwo hier. Zack, so. Und hier. So. Läuft schon. Dann haben wir das mit drin.
Ach, jetzt haben wir das Problem. Warte mal. Wir haben das Problem. Wir müssen das anders machen. So dürfen wir das nicht. Wir müssen das noch... So müssen wir es noch machen. Geht nicht anders. Und hier theoretisch genauso, ne? Oder? Oder wir bauen hier eine Holzschiene ein. Kurz mal fix. Dann kriegen wir irgendwie hier einen Holzgleis zwischen. Passt nicht. Will er nicht. Warum nicht? Wollen wir da nicht? Oh, hier, ne? Zu scharfe Kurve. Ach, das geht. Guck mal hier. Ja, dann machen wir das so rum. So, schwupps, dann können sie in beide Richtungen fahren. So, läuft. So, und das müssen wir bloß nochmal hier unten ändern, ne? Hier oben nämlich nur ändern. Da haben wir nämlich... ja, so rum und das andere Chains raus. So. Das löppt. So, jetzt haben wir noch die doppelten. Ja, passt. Aber da sind sie fertig. So, wo ist er hin? Wo ist der andere hin? War der nicht irgendwo hier? Hallo? Bist du da drin? Ich kann es nicht sehen. Schade. Aber er ist noch nicht angefangen. Ist er wieder zurückgefahren? Ach, da fährt er. Da kommt er raus. Jetzt würde ich ein bisschen mal wissen, was du geladen hast. Was hast du geladen? Was ist das? Ja, scheint, ne? Das scheint guter Kram zu sein. Mal schauen. Mal gucken. So. Machen wir ein bisschen schneller, ne? Ein bisschen kleine Idee. Fixer machen hier. So, das haben wir. Was haben wir gerade noch gesagt? Was wollten wir machen? Die Kohle ist mit dran, ne? Das läuft hier. Das wird gebaut irgendwann. Oder nein, der ist in Gang und baut das Teil. Er soll doch den Tunnel bauen. Na gut, lass ihn mal machen. Dann hat er was vor. Ne? Dann hat er was vor. Was ist denn hier los? Hier dauert das noch ein bisschen, ne? Ja, genau. So. Was hatten wir noch gemacht? Was haben wir noch gesagt? Gesagt? Ich muss mal kurz überlegen. Das läuft ja alles. Das wird gebaut. Wir können ja gleich ein bisschen mithelfen. Ne? Wir haben, also Kohle genug haben wir. Wir haben echt gut Kohle. Ich glaube, wir haben jetzt nichts vergessen. Ich hoffe mal, dass wir nichts vergessen haben. Ich hoffe mal, dass wir nichts vergessen haben. So. 91% Zufriedenheit. Läuft, das geht besser, ne? Kleine Kleidung von dem Fleisch, hast du nicht gesehen. Alles gut, ins Gefängnis kommen. Das ist das größte Problem, was wir haben. Ja, der macht doch keinen Mist, dann ist alles gut. Na, dann läuft das alles. So, Kohle ist hier. Kohle, ich meine Müll. Müll ist gut. So, warte mal, das war hier, genau. Da wollten wir vielleicht eventuell einen Kreisverkehr bauen. Hier haben wir gesagt, eventuell einen Kreisverkehr hier reinbauen. Damit das ein bisschen smoother läuft. Ich weiß nicht, ob das geht. Oder wir bauen hier extra nochmal einen Abzweiger rein. Das können wir doch machen. Warte mal, das haben wir doch hier. Wo sind diese Straßen? Da. Da können wir doch hier... Theoretisch nochmal so einen kleinen Abzweiger bauen. Das müsste doch gehen, ne? Oder? Weil viele wollen nämlich diesen Weg. Viele wollen diesen Weg gehen. So. So hin. Warte mal, das ist verkehrt. Da muss ich hin. Da muss ich irgendwie... Muss mal auf so. Da und dann wieder hier rein, ne? So. Mal gucken, ob das geht. Dass wir die Straße, die Kreuzung ein bisschen entlasten.
Es geht sogar. Fällt seinem Kopf nie aus. Fehlende Ressourcenkleidung. Ach du Himmel, schon wieder. Nichts zum Anziehen. So, warte mal. Das müssen wir aber sehen, dass wir hier das nochmal gegen das geändert kriegen. Weil die wollen ja auch zurückfahren. Naja gut, richtiger Stau ist das ja nur nicht, ne? Oder man baut es anders. Frage ist nur wie. Hier vorne klemmt das ein bisschen. Ich sehe schon. Hier vorne klemmt das ein bisschen. Warum? Weil hier will unbedingt einer. Warte mal, hier, was machen wir von hier? So, das mal so machen. Zack. Haben wir hier auch eine Verkehrsgeschichte? Ja, ne? Das ist aber wieder verkehrt rum. Das müsste eigentlich so rum sein, ne? Ein bisschen optimieren müssen wir, ganz dezent. Aber es läuft jetzt, es funktioniert. So, hier vorne, man könnte hier, wir können überall Kreisverkehre reinbauen, theoretisch, ne? Ach, hier ist Müll. Ach, guck mal hier, der Müll muss raus. So, das läuft, das Teil. Ich finde das ja, also wenn man das einmal begriffen hat, ist das wirklich genial, ne? Ist ja genial, also finde ich. Was hier nochmal fehlt ist, nein, eine Brücke können wir nicht bauen. Da haben wir aber zu diese kleinen Bremsen drin, aber das ist nun mal so. So, hier wird nicht weiter gebaut, weil... Wie weit bist du denn jetzt hier? Bist du fertig oder was? Nee, noch nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen und auf der anderen Seite... Ist er mit der Brücke angefangen? Ist er angefangen. Ich hoffe mal, er blockiert hier nichts, wenn er hier kommt. Wo ist er? Da werden aber Platten rausgegurkt. Da kommt er. Ja, ich habe mal überlegt, Fred, also wenn die Tunnelbohrmaschine, ne, die braucht man nur für die U-Bahn, das kann ja sein, dass die jetzt auch das umprogrammiert haben und gesagt haben, ja, die brauchst du jetzt auch für einen Tunnel. Mal theoretisch gesehen, ne? Das mag ja sein, das kann da gut angehen. Du blockierst das hier, das merkst du nicht, ne? Da ist nur das kleine Stück hier, da helfen wir mit hier. Komm, Mühhaut. So. So. Und der nächste, hier ist, also hier ist auch nicht was los an der Grenze. Was hast du mit 22 Tonnen Fleisch? 10.500, das ist doch super. Ja, die Kohle, die fließt gerade so richtig schön rein, das ist genial. Aber wenn ich jetzt sage, dann müsste ich jetzt ja theoretisch sagen, pass mal auf, wie weit bist du hier? Das Ding, Priorität hoch, ne? So. Wenn da jetzt einer hinfahren würde, ich bin mal gespannt. Wo ist der andere? Ist der wieder darunter? Wo ist der hin? Wo ist der andere hin? Da fehlt einer. Da fehlt einer. Wo ist der hin? Der fährt los. Wo will der hin? Mal schauen, wo sie hinfahren. So, der macht jetzt theoretisch das kleine Stück Straße fertig. Und der hier, wo will der hin? Hm. Jetzt mal schauen. Er will die andere Richtung, alles klar. Gut, dann wollen wir mal schauen, wie das hier nachher zusammenpasst. Ob die wirklich den Tunnel bauen. Jetzt macht er natürlich das kleine Stück fertig. Erstmal. Weil Sophie hat auch nicht mit, ne? Was hast du mit? Ja, ein bisschen hoch, ja, Stromleitung, ne? Die hat er mit, die fehlt hier noch.
Ist aber auch eine Wahnsinnsstrecke, ne? Die er fahren muss. Ich bin mal gespannt, wenn der Tunnel fertig ist, wenn die Strecke fertig ist, dass wir mal Dollars hier in den Laden kriegen. Das wäre doch mal richtig cool. Mal Dollars in Schuppen. Das wäre doch mal richtig genial. Schneller fahren können wir nicht, weil der läuft nur 65. Mehr ist nicht drin. Vor allem ist er auch ein ganzes Stück, ne? Ist ja nicht um die Ecke. So, mach das mal fertig hier. Es geht ratzifatzi, der ist ja durch damit. So, fertig. Jetzt können wir ihn natürlich mal ärgern und sagen, hier, mein Freund, pass mal auf, so, jetzt rauscht er nach Hause. Ich bin mal gespannt, was er macht. Ob er losfährt oder nicht. Oder ob wir tatsächlich die Tunnelbohrmaschine brauchen. Er fährt nicht los. Er fährt nicht los. Er fährt nicht los. Er fährt da nicht hin. Er ist noch nicht mal Bauern zugewiesen. Ach der Himmel, das ist vielleicht das? Ist das außer Reichweite oder was ist los? Warte mal, das müssen wir vielleicht mal machen. Dem mal zuweisen. Vielleicht sagt er dann, ja, ist gut, geht los. Warte mal, was haben wir hier? Da. Bau zuweisen. So, mal schauen, was passiert. Es fährt keiner raus. Oder vielleicht muss der doch laden erst. Er ist unterwegs und er macht nichts. Ist aber zugewiesen, ne? Also ist zugewiesen. Hohe Priorität. Warte mal, das müsste doch... Na gut, das hört da auf, ne? Aber die haben das hier unten ja trotzdem gefunden. Das haben sie ja trotzdem automatisch gemacht, bis dahin. Jetzt wollen sie aber nicht los, ne? Ne, es fährt keiner los. Ne, es fährt keiner los. Ich glaube wirklich, wir brauchen den Tunnelbohrer. So, er fährt wieder los. Und wohin willst du hin? Willst du hin? Willst du hin? Dahin, das ist... Das ist der Tunnel. Oder was? Tatsächlich, das ist der Tunnel. Er fährt jetzt dahin. Gut. Okay, deine fährt zum Tunnel. Das ist schon mal großartig. Jetzt müsste der andere auch losdüsen, ne? Weil das muss ja auch fertig hier oben, ne? Wir haben zwei, die da arbeiten können. Gut, wir brauchen doch keinen Tunnelbohrer. Passt. Aber andersrum, was hast du hinten drauf? Das ist ja gar nichts. Was ist denn hier drauf? Hast du irgendwas vergessen? Hast du eventuell vergessen, was mitzunehmen? Kann das sein? Hä? Also. Millionen auf dem Konto. 11.508 Einwohner. Großartig. Was steht hier? Fehlende Ressourcenstoff. Ja, das ist schon klar. Kleidung. Warte, verfügbar. Was ist das nicht weiter? Oh, das ist auch nicht schlecht. Vermutlich baut er nur die letzten 5 cm von einer Strecke. Das könnte sein. Der hat er bestimmt das Material sozusagen in der Tasche. Lass mal schauen, was er macht. Wie gesagt, kann ja sein, dass wir da wirklich den Bohrer brauchen. Ich könnte mir das vorstellen. Ich weiß nicht, was er macht. Okay. Es kann aber auch sein, dass der Tunnelbohrer schneller ist, ne? Fällt mir mal gerade auf. Andersrum, wir haben genug Kohle. Wir können das Ding mal kaufen und mal gucken, was passiert. Weil hier bewegt sich irgendwie nicht viel, ne? Der ist am Wühlen. Der macht irgendwas. Und hier bewegt sich gar nichts. Die Arbeitszeit, ja gut, das geht runter, ne? Ich weiß nicht, macht er auf der anderen Seite irgendwas? Wo ist denn hier der Ausgang? Vielleicht baut er den Tunnelausgang gerade hier auf dieser Seite. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir können ja mal gucken. Wir kaufen uns einfach mal den Tunnelbohrer. So, fertig, aus Ende. Der ist unterwegs, wohin? Wo ist du hin?
Habe ich den richtigen zu fassen? Was bist du, Anne? Was willst du denn beladen? Mal gucken. Lass uns sehen, wo er hin will. Der hat aber nichts mit. Was ist denn hier? Hier ist doch noch echt eine ganze Menge zu tun. Okay, er baut das hier. Lass uns mal den Bohrer besorgen. Ich glaube, er macht hier nämlich gar nichts. Er ist immer noch dabei, ne? Er hat nichts drauf. Und hier, ressourcenmäßig, ist nur Arbeitszeit. Sonst passiert da gar nichts. Ich denke mal, wir müssen mal. Wir kaufen den mal. Wir haben genug Kohle, ist nicht das Problem. So. Nein, das ist verkehrt. Den wir mal haben hier. Den Tunnelbohrer. Da ist er. Tunnelbohrmaschine. So. Ja, nützt, glaube ich, nichts, ne? Ja. So. Mal schauen. Was er dazu sagt. Ob der los muss oder nicht. Jetzt haben wir das Ding gekauft. Ich weiß nicht, was kostet das Teil? Ich habe einfach gekauft. 500.000. Na ja, gut. Was mut, das mut, ne? Gut, er fährt jetzt nicht los, weil der andere sowieso ist jetzt blockiert, ne? Er fährt zurück. Er ist auf dem Weg zurück. Fragen über Fragen. Ich weiß nicht, was er macht. Ich habe keine Ahnung. Krieg ich den zu fassen? Ja, ne? Ich weiß nicht, was er macht. Ich helfe dir mal nach Hause. So, pass mal auf. Der andere kommt auch zurück. Warte mal, warum fahren die da nicht hin? Ist hier ein Problem mit Material? Nee, alles da. Ziegel sind da, Platten, Stahl, alles wunderbar. Alles vorhanden. Gut. Der Tunnelbohrer fährt los. Da fährt der Tunnelbohrer los. Das hält's im Kopf nicht aus. Nein, wie niedlich. Ich glaube, der ist da hingefahren und hat das, sind die angefangen zu schaufeln. Das Loch zu buddeln, wenn man so will. Deswegen hat er kein Material mitgehabt. So, das würde ich einfach in einer Testwelt ausprobieren. Ja, aber, Katschudo, deswegen sind wir hier. Deswegen sind wir hier und probieren so eine Sache mal einfach mal aus. Weil das können wir gut machen. Weil wir haben die Kohle. Das ist nicht das Problem. Und da probieren wir einfach mal so eine Geschichte einfach mal durch. Was wir nicht wissen, wird probiert. Und deswegen machen wir das. Ja, was läuft da hier gerade? 60 läuft der Hobel. Ja, am liebsten würde ich mitfahren. Am liebsten würde ich mitfahren. Aber es ist ja so eine Sache, das wollen wir uns aufsparen, ne? Wenn das fertig ist. Wenn die Strecke fertig ist, wollen wir das sehen. Ja, dass der denn da losdüst. Deswegen bin ich mal gespannt hier, mein Freund. Weil ich finde, sowas muss man einfach mal sehen. Gut, viele wissen das, kennen das, ne? Wir haben nicht so viele Tunnels gebaut, sozusagen, ne? Also früher ja, da haben wir doch einige Tunnel gebaut, aber das ging ja dann mit den ganz normalen Standardmaschinen. Aber wie gesagt, seitdem wir die U-Bahn haben, glaube ich, ist das so, dass du den Tunnelbohrer brauchst. Oder der ist auf jeden Fall effektiver, ne? Ich glaube. Weil die anderen haben ja lange rumgeschraubt da dran. Wenn die da mit der Schaufel dabei sind und da am Wühlen sind. Mal gucken, was der hier schafft. So, Rentner mit. Ja, das sieht doch ganz anders aus. Der schafft doch ein paar Meter. Siehst du wohl. Immer Gas. Immer Gas. Gut, das wird jetzt ein bisschen was dauern. Ne? Was kostet das, wenn wir das bauen würden wollen? Ja, 1,7 Millionen, ne? Ich meine, das Geld hätten wir, das ist nicht das Problem, aber das wollen wir einfach nicht. Lass die Jungs das machen, lass die bohren. Der wird jetzt erstmal ein halbes Jahr hierbei sein. Reicht noch nicht mal. 66.600 Arbeitstage. Na gut, ich hoffe, wir haben genug Arbeiter da. Wir können auch ein paar Jungs aus dem Knast holen, ne? Die hier ein bisschen schaufeln. Ich sehe gerade, Arbeiter auf Baustelle 0. Da können wir doch welche holen, die hier helfen. Wie sieht denn das aus, wenn wir jetzt hier mitfahren? Warte mal, wir mitfahren. So. Wo ist denn der? Ach, der ist weg. Deswegen, warte mal. Okay, der ist weg. Er ist nicht mehr da. Jetzt können wir leider nicht sehen, wo er gerade ist. Da ist er. Da läuft die Tunnelbohrmaschine. Mal gucken, ob wir mitfahren können. Hey!
Das ist doch mal eine coole Nummer. So, die nächsten 5 bis 6 Videos sind nur noch das hier. Da schauen wir dann zu, wie er da schön durch den Tunnel, also durch den Berg gräbt. Nein, natürlich nicht. Den lass mal schön was machen hier. Das kann er, das läuft. Wunderbar. So, hier. Wie weit sind wir denn hier? Gebäude hat keinen Strom, kein Trinkwasser, benötigt Mitarbeiter und Ärzte, ist klar. So, Strom, Wasser haben wir hier, das ist schon mal gut, Strom wird hier gebaut gerade. Wasser, lass uns mal sehen, dass wir hier irgendwie Wasser rankriegen, wäre ganz cool, oder? Das können wir machen, aber was machen wir in der nächsten Folge? Diese Folge ist mir schon wieder durch. Meine Güte, das geht ja wie, ne? Ratzifatzi. Das schaut so aus, als würden da gar keine Arbeiter gebraucht. Für die Tunnelbohrmaschine? Nein. Die läuft ja alleine. Ne, das ist ja. Die fährt alleine dadurch. Und die Arbeiter, die wir haben, das weißt du ja auch selber, wenn du das Spiel hast, die sind hier. Da sind sie. 54 haben wir hier. Die helfen mir. Ne, also wir können bis 120 hoch. Aber die Tunnelbohrmaschine braucht keine Arbeiter. Die macht das. Die bohrt ja halt nur ein Loch. Das ist ja egal, ob da einer steht, der das Ding bedient, oder einer bedient die Maschine und 50 stehen drumherum und gucken. Ist natürlich günstiger, wenn da nur einer arbeitet, ne? Also die anderen, die brauchen nicht zuschauen, die können auch woanders was tun. So. So, warte mal nochmal hier. Das ist doch. Läuft auch, ne? Der macht da das hier fertig. Hier oben wird. Seid ihr am Bauen hier? Was macht er hier, ne? Junge, 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 ihr seid ja bei. Der ist ja am Baggern wie Irrer. Sehr gut. Gut, wie gesagt, ne? Bist du nicht mal.